Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Saison in Football Manager 2020. Mein Name ist Jan und mit dabei ist der Mike. Hey Leute und willkommen. Und bevor es richtig losgeht, nochmal der gleiche Hinweis wie im letzten Video. Das hier ist mit einer Tonspur aufgenommen. Der Spielsound ist anfangs ein bisschen zu laut, aber ich habe das alles so gut geregelt, wie es nur geht. Falls du einen Daumen noch übrig hast für mich, dann lass doch gerne mal einen Daumen nach oben da und abonniere, falls du neu auf dem Kanal bist. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Video. Let's go! Ja, wir sind in unserer zweiten Saison. Ich bin immer noch Trainer bei Gladbach und Mike ist tatsächlich auch noch Trainer von Leverkusen. Mit ihm ist es aber mit der Qualifikation für die Euroleague noch ganz spannend. Schaut auf jeden Fall bei ihm in der Infokarte nach dieser Folge vorbei. Genau, das möchte ich nochmal dazu sagen. Das hier ist nicht die erste Folge bei mir. Es gibt schon eine Folge und es wird auch noch eine Folge in den nächsten Tagen geben, die explizit nur über meine Euroleague-Qualifikation geht und den Rest sehen wir dann. Wir haben heute ein Pokalspiel. DFB-Pokal. Genau, und das dann ist die erste drei Runde. Und drei Ligaspiele. Ligaspiele, also wir haben quasi den kompletten August rein. Ja, DFB-Pokal, ne? Spielst du heute? Ich spiele heute. Ah, nice. Dann kann ich dir erstmal zuschauen und ich spiele morgen. Gegen wen spielst du denn eigentlich? Ich spiele gegen Eidecke. Eidecke. Ich spiele gegen CFC Hertha 06. So Leute, wir starten rein in unser Spiel DFB-Pokal. Wie Jan gespielt hat, könnt ihr bei ihm vorbeischauen. Das ist meine Aufstellung. Wir haben natürlich die deutlich bessere Quote, wir sind natürlich die deutlich bessere Mannschaft, aber es ist DFB-Pokal und DFB-Pokal sorgt nicht nur manchmal, immer für Überraschungen. Und ich hoffe, wir erleben heute keine. Ja, okay. Mein erstes Freistoßtor in kompletten FM, seit das Spiel existiert. Also einen direkten Freistoß habe ich noch, glaube ich, noch nie reingemacht oder sau selten. Stimmt, das ist. Ja, da ist das 2-0. Forsberg hat er auch seinen Debüttreffer für uns, für Leverkusen, und damit fühle ich mich eigentlich schon sicher. Das heißt, abpfeifen. Lol, als ob der nicht draußen war. Oh, Alter, was? So krank. 360 Grad, Jung, Volley in dein Gesicht. 3-0. Nee, ins Tor. Ja, übrigens habe ich schon 24 Schüsse. Deckt falsches Tor Teil 2, würde ich sagen. Okay. Ja. Würde ich auch sagen. Nehme ich mit. Ich wollte nicht so viele Tore, hallo? Ich brauch die doch in der Liga für die Tordifferenz. Ich sehe das gleich schon. In der Liga wäre das toll. Ja, vor allem gegen Rasenballsport. Ich krieg erst mal 10 Tore von Werner. Spielt er da noch? Also ich doch nicht, bestimmt. Eckballtor höre ich mir so. Oh, Elfmeter. Jawohl! Die machen ihn wenigstens. Dem hier bei 5-0. Und sonst so. Ah, so gut bin ich noch nie in der Saison gestartet. Irgendwie freue ich mich gerade ein bisschen. Aber das ist eigentlich immer negativ, wenn ich mich freue. Weil dann kassiere ich direkt so Karma so in mein Gesicht rein. Ja, aber nicht in diesem Spiel, sondern in den Spielen, wo es drauf ankommt. Ja, ja, natürlich, natürlich. Klar, ich freue mich dann ein, zwei Spiele und dann kriege ich halt in die Fresse. Ja, das ist normal so in Football. Das aber ich muss ja alle Spiele gewinnen. Ja, gehe ich mit deinem Team auch fest von aus, dass du das machst. Du willst das Triple. Oh, was, dass der nicht drin ist? Triple, oder? Ja. Ich bin nicht mal in der Euroleague. Zum aktuellen Stand bin ich nicht drin. Aber in meinem Kalender steht schon die Auslosung, also von daher. Okay, 43 zu 4 Schüsse, 5 zu 0, das geht auf jeden Fall klar. Nice one und ja. Wir sehen uns gegen Rasenballsport. Ich hoffe, das läuft da ähnlich so gut. Auslosung direkt. Leverkusen, wir spielen gegen entweder Trier oder Hoffenheim, also gegen Hoffenheim. Das ist krass. Das wäre schon krass, wenn ich hier gewinne. Weil Leipzig, da habe ich noch nie wirklich gut gespielt. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt mal gegen Leipzig gewonnen habe. Und jetzt direkt gut reinstarten gegen so eine Mannschaft, die ich dann ein halbes Jahr nicht mehr sehe. Das wäre nicht schlecht. Oh Gott, er will mich totgrätschen.
Das Ding ist, gegen den Torhüter brauchst du gar nicht denken, dass solche reingehen. Ich habe nur gesehen, dass den jemand kaufen wollte. Finde ich schade, dass sie ihn nicht tatsächlich gekauft haben. Eckball! Unverdient, aber das ist mir doch egal. Leon Bailey! Was hast du umgestellt, dass du jetzt besser bist? Oh! Ja! Leon Bailey! 2-0! Gar nicht übersteuert. Echt? Ja. Scheiße. Das tut mir natürlich leid, ich stelle mich mal ein bisschen leiser. Warum ist jetzt eigentlich Pause? Kann nicht einfach Abpfiff sein? Ist ja bei mir 2-0, das war ja so safe. Also dementsprechend ist deins ja auch safe. Der Lars, den habe ich verkauft. Den Sven habe ich noch. Oh, jetzt. Volland, Volland. Bitte, 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 bitte. Bitte, Mitte. Oh, bitte. Wie knapp hast du das gesehen? Yes. Ja, Mann. Ich hab keinen Bock. So, Leute. Ah, die spielen 5er Kette, GZ. Wir spielen mit der MD-Taktik. Ich weiß leider nicht, wie sie weiter heißt. Ja, jetzt führen die 1-0 und jetzt mache ich gar nichts mehr. Sehr gut. Das ist das einige der wenigen Male, wo ich jetzt hinten liege. Und wir werden natürlich wieder umswitchen. Und probieren die andere Taktik wieder zu nutzen. Kommst da nicht durch. Und die kontern halt wie die Blöden, das ist so nervig. Jawohl! Da kommst du nicht durch! Davis eingewechselt! Ich wollte jemand anderen einwechseln und dachte, komm Davis! Und da ist er, 1-1. Jetzt bin ich hyped. Jetzt bin ich hyped, ey. Das gibt's ja gar nicht. Nein, gelb-rot. Nice. Jetzt bist du hyped. Ja, was soll ich denn machen? Der hatte gelb. Ich hab noch überlegt, ihn runterzunehmen, aber zur Halbzeit kann ich ihn ja nicht runternehmen. Hatte der zur Halbzeit schon gelb, aber ich irgendwann habe überlegt, ihn runterzunehmen. Nach dem Tor wahrscheinlich direkt. Ja, gut, was soll ich jetzt machen, ne? Hier wird mir jetzt ein Wechsel vorgeschlagen. Bringt jetzt nichts mehr. Das ist wieder ein richtig geiles Hicklet, aber sie kommen auf jeden Fall. Meine Dreierkette schmeckt natürlich. Ja. Ach, ist das nervig. Warum gibt es so eine Mannschaften? Ohne Spaß. Zeit rattert durch. Ein Mann weniger. Das ist schon mal scheiße. Dann Fünferkette ist scheiße. Und dass ich die Taktik dann doch gewählt habe. Das war jetzt nicht so abzusehen, aber ist natürlich auch scheiße. Und das ist meine erste Niederlage. Beziehungsweise habe ich auch keinen Unentschieden gehabt. Mein erster Nicht-Sieg seit 8-9 Spielen. Nicht schlecht. So Leute, unser nächstes und letztes Spiel für diese heutige Folge lautet gegen Schalke 04. Und zwar auswärts, ja. Ich habe ein bisschen Angst, Leute, weil wir haben das letzte Spiel jetzt verloren. Und das kann uns hier natürlich auch blühen. Fangen wir mal an, wa? 1-0. Fast. Alter, das wäre cool gewesen. 1-0 jetzt für Schalke. Das wäre noch cooler. Ja, so, er läuft durch mich durch, hast du das gesehen? Alter! Ja, das ist ein entscheidendes Hicklet. Ja, war's doch. Ich hab fast ein Tor gemacht und die fast ein Tor. Ja, weiß ich, hab ich ja gesagt. Und er ist durch mich durchgelaufen. Also ich war unsichtbar. Alter, die. Das ist ohne Spaß, das ist so komisch. Also, das war's dann. Ich werde absteigen. Ich verstehe nicht. Hier. Warum geht er nicht drauf? Warum? Lol. Deswegen hat sich Bayern Nübel gekauft. Davis! Ah, was hat der denn gemacht? Er hat ihn sich selbst reingekickt. Oh, jetzt bin ich hyped. Oh nein, rote Karte, lol. Déjà-vu. Nice, er köpft ihm den Ball hin und die machen das so. Ey, das ist so komisch, ich verstehe es einfach nicht. Nicht mal ein Unentschieden. Du kannst jetzt noch erreichen.
Nicht mal ein Unentschieden, ey. Das gibt's nicht. Nächste Niederlage. Und das ist sehr gefährlich, weil, ja, manche werden sagen, naja, ist ja zweimal verloren, ist ja noch nichts Schlimmes oder so. Das hier ist Football Manager. Und sie haben schon gemeckert, weil ich gegen Wolfsburg verloren habe. Und gegen Schalke ist es eigentlich fast noch schlimmer. Das heißt, ich werde jetzt richtig unter Druck widerstehen. Transferfrist ändert heute. Wir lehnen natürlich ab. Ich brauche keinen Spieler mehr. Brauche ich nicht. Lass mal meine Ruhe. Und ja, damit schicken wir unsere Spieler in die Länderspielreise. Und ich krieg nochmal ein Transferangebot. GZ. Ah, nice. Bayern hat Timo Werner gekauft. Sauber. So Leute, das war's von dieser Folge. Das war ein, ja, mehr oder weniger erfolgreicher August auf jeden Fall, Ende der Transferphase. Und wir freuen uns auf den September. Da beginnt sogar tatsächlich die Gruppenphase der Euroleague auch. Und drei weitere Bundesligaspieler haben wir beide auch. Das wird ziemlich spannend. Schaut auch bei Mike oben rechts in der Infokarte vorbei. Und ja, wir sehen uns im September nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao. Das war zu wenig. Gegen stärkere Gegner müsst ihr euch schon noch steigern.